Wir begrüßen Herrn Muannad al-Halak. Er ist Abgeordneter für die FDP im Bundestag, im Irak geboren, mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, dann über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Bundestagswahlkreis in Deggendorf, lese ich hier. Herrn Hakan Demir, in der Türkei geboren, jetzt für die SPD im Bundestag, in Krefeld aufgewachsen, Direktkandidat war im Berliner Wahlkreis Neukölln. Und Frau Felice Pollat, die ist für die Grünen im Bundestag und sie ist auch parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Wir kennen schon Frau Dr. Beloué und Herrn Özer. Und wir sollten einmal direkt loslegen. Die erste Frage: Der Koalitionsvertrag war ja sowas wie ein Neuanfang. Es wurde postuliert, dass wir fit werden wollen, eine echte Einwanderungsgesellschaft werden wollen. Und jetzt haben wir direkt den Zuzug von Hunderttausenden, vielleicht werden es auch Millionen Geflüchteten aus der Ukraine. Alles ist anders. Wenn man so möchte, könnte man sagen, wenn das vorher eine Einwanderungsgesellschaft war, dann ist es jetzt eine Einwanderungsgesellschaft auf Speed mit ganz neuen Herausforderungen. Was hat sich in der Koalition, in der Ampelkoalition, die wir heute hier versammelt haben, denn an Prioritäten seitdem geändert im Bereich Einwanderungsgesellschaft? Muss ich anfangen? Sehr gerne. Bürokratie. Bürokratie hat das sich ist geändert. Das, was mich tatsächlich sehr stark angesprochen hat, dass wir unbürokratisch natürlich auch alle aufnehmen, erstens. Unbürokratisch, dass die tatsächlich auch die Kinder zur Schule gehen können. Und ich sage, Bürokratie ist wirklich für mich ein Punkt, wo ich sage, das war notwendig. Und man kann auch tatsächlich das Ganze so vergleichen: Die Flüchtlingswelle ist tatsächlich aktuell viel größer als 2015. Und 2015 ist wirklich unser System komplett überlastet gewesen. Und diesmal nicht. Und woran liegt das? Weil an unserer Regierung. Ja, unter anderem, da spielen natürlich auch andere Parameter eine Rolle, aber tatsächlich erstens auch an unserer Regierung, ja, wir sind gewappnet, wir haben schon mal mitgemacht und wussten schnellstmöglich zu handeln. Das ist das eine. Zweitens ist tatsächlich auch schon, dass auch sehr viele Ukrainer, die jetzt zu uns gekommen sind, schon zu deren Familie, Angehörige tatsächlich auch weitergereist sind. Und das ist schon auch eine Entlastung von die Unterkünfte in dem Fall. Das hat uns ein bisschen gerettet, oder? In den ersten Tagen und Wochen, dass auch, die meisten zu Hause untergekommen sind. Auch zum Teil, ja. Ja. Noch andere Perspektiven, genau. Frau Pollat wird schon angezeigt von den Herren, dass sie auch gerne was sagen darf. Ja. Noch. Ich wollte es verhindern, dass zwei Männer hintereinander sprechen. Ja, ja, sehr gut. Dann erteilen wir Frau Pollat das Wort. Ja, erstmal ein Hallo in die Runde. Können Sie mich hören? Könnt ja, ihr sehr mich gut. Hören, liebe Kollegen? Ja, ich glaube, der Koalitionsvertrag der Fortschrittskoalition ist überschrieben oder ich würde sagen, es zeichnet sich durch den ganzen Koalitionsvertrag hindurch, dass wir die Migrations- und Flüchtlingspolitik neu ausrichten wollen und in Anerkennung der Einwanderungsgesellschaft, also das ist ganz wichtig, in Anerkennung der Einwanderungsgesellschaft, die sind wir nämlich schon lange, wollen wir die Gesetze entsprechend darauf ausrichten, ne? Da ist das Thema Staatsangehörigkeitsrecht, das Thema ein echtes Einwanderungsgesetz etc. Was jetzt in dieser furchtbaren Situation passiert, ist, dass wir im Vergleich zum Herbst 2015-16 eine visumsfreie Einreise der Ukrainerinnen und Ukrainer in der ersten Phase hatten, vornehmlich mit familiären Bezügen. Die sind kaum in Anführungsstrichen im Aufnahmesystem erstmal wahrgenommen worden. Also Aufnahmesystem meine ich, in der Verteilarithmetik, weil sie sofort abgeholt wurden an der Grenze, teilweise an den Bahnhöfen von Familie, von FreundInnen oder teilweise auch von ganz vielen Betrieben in Deutschland, die Produktionsstandorte in der Ukraine schon über Jahrzehnte hatten und Frauen von Mitarbeitenden aufgenommen haben im direkten Umfeld der Standorte. Allein bei mir 2 große mittelständische Unternehmen, die mehrere Busse an die Grenze haben fahren lassen.
Jetzt kommt in der zweiten Phase viele Menschen über das klassische, über die klassische Einwanderung, aber an Knotenpunkten an, also wie immer in Berlin, jetzt dann auch an den großen anderen Bahnhöfen. Und da sind wir zum Teil gut aufgestellt, weil die Zahl doch in der Dynamik sich sehr schnell entwickelt. Ein behäbiges System, sprich BAMF und andere Institutionen, nicht so schnell agieren wie das freiwillige Engagement. Das finde ich aber auch gar nicht schlecht. Freiwilliges Engagement ist wichtig in der Gesellschaft. Und das Hand in Hand mit der Hauptamtlichkeit, das ist das Entscheidende. Wichtig ist jetzt nur die Übergabe vom freiwilligen Engagement in das Hauptamtliche, zumindest was die zentralen Knotenpunkte betrifft. Das findet im Moment statt. Und der zweite wichtige Punkt ist das, was Muhannad angesprochen hat. Die Neuausrichtung zeichnet sich dadurch aus, und da übergebe ich gleich an meinen sozialdemokratischen Kollegen, weil das ja seine Ministerin ist in erster Linie, dass Nancy Faeser in Anerkennung unseres Koalitionsvertrages wirklich sofort am nächsten Tag nach Brüssel gefahren ist und dafür geworben hat, dass endlich nach 20 Jahren die sogenannte Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aktiviert worden ist, durch alle Staaten dann letztendlich der Europäischen Union. Und das erstmalig, das hätte schon 2015, 2016 passieren müssen, hat es aber nicht. Und von daher haben wir zumindest eine Grundlage geschaffen, wo die Menschen sofort einen Schutzstatus haben. Das war 2015, 2016 anders. Da sind viele erstmal ins Asylverfahren gegangen. Und jetzt ist wichtig, keine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Geflüchteten zu haben. Und zwar die Hinweise aus dem Bundesinnenministerium, auch für Drittstaatsangehörige, nicht nur mit unbefristetem Aufenthalt, sondern auch mit befristetem Aufenthalt einheitlich in allen Bundesländern umzusetzen. Bei der Bundeseinheitlichkeit wird es noch hapern, weil wir wissen von einigen Bundesländern, die schon wieder ausschwenken wollen. Und da werden wir jetzt darauf achten als Koalition, mit Unterstützung unserer Ministerin, dass das bundeseinheitlich umgesetzt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Integration gelingt nur so gut, wie die Leute auch eine Perspektive haben und einen festen Schutzstatus. Einmal glaube ich, ich hatte es eben auch schon, oben ist so ein Knopf, der dann rot leuchtet. Jetzt klappt genau. Das super. Ja, vieles wurde schon gesagt. Wird auch nochmal auf den Punkt eingehen wollen. Ja, die Richtlinie ist toll. Ich glaube aber, dass es jetzt noch nicht so, dass wir da das Maximum erreicht hätten. Das geht auch gar nicht, weil es dann tatsächlich doch Länder gibt, die mit Blick auf Aufnahme von Geflüchteten, vor allem aus Drittstaaten, ein bisschen die Sache kritischer sehen. Ist einfach so. Wir haben diese Richtlinie, ist gut. Wir nutzen sie zum ersten Mal und wir haben sie auch einstimmig hinbekommen. Aber das hatte natürlich auch einen Preis. Und der Preis ist halt zum Beispiel, dass Drittstaatsangehörige, die aus sicheren Staaten kommen, beispielsweise Türkei, Indien, Nigeria und so weiter, in Anführungsstrichen sicher, die bekommen nicht Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz. Punkt. Bekommen es nicht. So, das ist jetzt Status quo gerade. Dass alle Schutz bekommen, ist klar, wie Phyllis gerade gesagt hat. Natürlich bekommen alle Schutz. Wir werden ja jetzt niemanden wieder zurückführen in die Ukraine. Das ist aber Standard. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, das ist jetzt wow. Wow ist natürlich, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, ukrainische Staatsbürgerschaft haben, Geflüchtetenstatus in der Ukraine hatten und aus nicht sicheren Staaten kommen, sofort unter Paragraph 24 fallen, sofort arbeiten können und so weiter, 2 Jahre einen Aufenthalt bekommen. Das ist super, das hatten wir so auch noch nicht. Das ist gut. Was nicht gut ist, ist diese Drittstaatenregelung gerade, dass weiß Phyllis auch, ich stelle auch kritische Fragen, auch wenn das quasi meine eigene Partei ist oder in Anführungsstrichen ist es ja unsere Ministerin Phyllis, aber ich sehe das gerade kritisch, deshalb brauchen wir noch eine Verordnung. Wir haben gerade eine Ministerverordnung, die aber nur besagt, hey, ihr könnt alle bis Mai bleiben, ohne Aufenthaltstitel, so in die, also mehr oder weniger. Das steht in der Verordnung drin, sind auch, glaube ich, nur 2 Seiten. Jetzt brauchen wir eigentlich noch eine Verordnung, in der steht, wir als Deutschland gehen über die Richtlinie hinaus. Können wir ja machen. Also nach meiner Ansicht können wir machen. Sollten wir auch machen. Wird übrigens auch so kommuniziert. Es werden Reden gehalten im Bundestag. Es wird in der Presse behauptet, dass wir alle gleich behandeln. Aber es stimmt nicht so. Also es stimmt gerade noch nicht. Ich hoffe, dass es noch kommt. Ja, bitte. Ja, und zwar, Sie meinen über den 23.
6. Mai hinaus. Also eine Verordnung. Nein, wir brauchen sie jetzt sofort für unter anderem für diese Drittstaatsangehörigen. Es gibt diese Fälle, wo man den Menschen sagt, du musst wieder zurück. Ganz richtig. Also obwohl diese Person auch aus der Ukraine geflohen ist und einen Lebensmittelpunkt in der Ukraine hatte. Das ist ja das Problem. Aber das muss politisch diskutiert werden, ob man jemandem sagt, der aus Indien gekommen ist, geh bitte wieder zurück oder halt nicht. Aber du kriegst natürlich erstmal hier Schutz, ne? Du kannst erstmal hier bleiben, aber wir wollen, dass du gehst, beziehungsweise wir wollen sogar, du könntest natürlich auch ein Asylverfahren anstrengen, hat natürlich gar keine Chancen, muss man auch ganz offen sagen. Darf ich kurz mal intervenieren? Ja, mach mal. Wir haben quasi vom BMI gibt es sozusagen die Hinweise, die an alle Bundesländer gegangen sind vom 14. März, also letzter Woche. Und da ist es so, ich muss es nochmal betonen, dass auch nicht ukrainische Staatsangehörige mit einem unbefristeten Aufenthalt in der Ukraine, also die wirklich dort gelebt haben, so wie hier auch Menschen, die schon seit 20 Jahren mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, die fallen unter Paragraph 24. Die haben einen Schutzstatus. Und es gilt im Übrigen auch für Menschen mit einem befristeten Aufenthaltsstatus. Und da muss man dann ins Detail gucken, weil bei dem befristeten Aufenthaltsstatus gibt das BMI nochmal den Hinweis, nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige oder sogar Staatenlose, die sich rechtmäßig in der Ukraine aufhalten oder aufgehalten haben, also rechtmäßig, können jedenfalls dann nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn ihnen in dem Fall, dass ihnen ein in Deutschland weder der vorübergehende Schutz gewährt oder ein anderer Aufenthaltstitel erteilt werden würde, eine Duldung nach 60-60a erteilt wäre. Also sprich, sie kriegen auch einen Schutzstatus, aber eben im Zweifel nicht den 24er. Das gilt aber nur für die, die keinen unbefristeten Schutzstatus hatten. Aufenthaltsstatus in der Ukraine. Die haben ja in der Regel keinen unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine. Ich habe mit ein paar gesprochen, die werden ja Visum für die Dauer ihres Studiums haben, oder sehe ich das falsch? Genau, das sind zum Beispiel die klassischen, also das BMI zeigt im Umkehrschluss auf, wer fällt da nicht drunter. Das sind dann aber eher Personen, die Touristen waren, Geschäftsreisende und was jetzt noch strittig ist zwischen Fraktionen und dem BMI ist bei den Staatenlosen, kann eine Gruppe drunter fallen wie die der Roma in der Ukraine. Weil die Roma erfahren natürlich in Europa nicht nur Diskriminierung in anderen EU-Mitgliedstaaten, sondern eben haben auch in der Ukraine selbst Diskriminierung erfahren. Und viele waren nicht ukrainische Staatsbürger, geschweige denn, dass sie irgendwie registriert wurden. Das heißt, sie würden im Zweifel, obwohl sie schon dort über Jahrhunderte gelebt haben in der Ukraine, als Staatenlose geflohen sein. Und die wären jetzt von den Hinweisen des BMI nach jetzigem Stand nicht erfasst und müssten ins Asylverfahren. Ich meine, das Asylverfahren ist nicht schlimm, aber es ist natürlich dann eine Ungleichbehandlung zu anderen Menschen aus der Ukraine, die dort lange gelebt haben. Da würden das Roma in jedem Fall drunter fallen, jetzt mal unabhängig von den Studierenden. Die wollen wir gerne noch erfasst wissen. Das ist die Gruppe, auf die wir uns zum Beispiel konzentrieren, auch als grüner Koalitionspartner. Bei Studierenden ist es sozusagen, da gibt es extra Hinweise dafür, dass die Studierenden auch darunter zu fassen sind. Da kann es aber sein, dass es keine bundeseinheitliche Umsetzung gibt, weil es da eine Kann-Klausel ist. Und das ist das, was wir auf jeden Fall wichtig fänden, dass man da das bundeseinheitlich umsetzt. Das können wir aber jetzt so zum jetzigen Standpunkt nicht garantieren, weil das eine Kann-Klausel ist. Zwischendurch mit dem Kopf einen letzten Satz zu dem Thema oder wollen wir weitergehen? Nee, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass auch wenn jetzt Felice stark jetzt eingegriffen hat, dass sie letztendlich das ja gesagt hat, was ich gesagt habe, mehr oder weniger, dass wir doch da ungleich behandeln. Wir haben einen Unterschied nur, Felice sagt, also Sinti und Roma ja klar, ne? Also finde ich auch, dass wir das, also die zähle ich auch natürlich dazu.
die Sache ist, um es bundeseinheitlich zu regeln, kann man natürlich Anwendungshinweise rausschicken, wie das Bundesinnenministerium das am 14. März gemacht hat. Oder man erlässt eine Verordnung, wo dann ganz klar drin steht, die und die Personen sollten auch § 24 Aufenthaltsgesetz bekommen. Und dafür kämpfe ich gerade, Phyllis. Also, und ich glaube, das ist auch natürlich auch in eurem Sinne, und ich hoffe, dass wir da irgendeine Regelung bekommen. Ich kann es auch nicht garantieren, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, morgen kriegen wir das, so, weil ich kenne noch nicht die Argumente von dem Innenministerium, ich kenne die Argumente von den anderen noch nicht, und ich weiß auch nicht, wie es zu dieser Richtlinie in dem Punkt gekommen ist, weil in dieser Richtlinie steht das ja drin. Also da steht drin, es ist eine Kann-Regelung, und es steht drin, dass die Menschen, Drittstaatsangehörigen, die sicher quasi wieder zurückgehen könnten, beispielsweise, dass die halt jetzt nicht unbedingt jetzt unter § 24 oder unter diese Richtlinie fallen müssten. Ganz kurz, so wie ich es verstanden habe, ist das ein Kompromiss gewesen, oder? Und das war der Preis dafür, dass diese Richtlinie europäisch einstimmig, Frau Bollert schüttelt schon den Kopf. Sehr gerne. Ja, insofern Kompromiss, dass die EU-Mitgliedstaaten, vor allem die osteuropäischen Staaten selber, jetzt überhaupt gar keine Drittstaatsangehörigen anerkennen. Ne? Also das wird sowieso nochmal problematisch. Also auch die erkennen sie nicht an unter 24, auch nicht die mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine. Dann kann man jetzt schon davon ausgehen, dass vielleicht Sekundärmigration, wie man das so neudeutsch nennt, stattfinden wird, auch in die Staaten, wo sie unter die 24er fallen. Aber der originäre Hintergrund ist ja, der Schutzstatus sagt ja, dass in einem Land Krieg ausbricht und die Menschen sozusagen nicht in absehbarer Zeit in ihr Heimatland zurückgehen können. Und wenn jetzt ein Jemenite in der Ukraine studiert hat, dann fällt er klassisch nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention, weil man sagt, naja, du kannst ja dann aber in dein Heimatland. Jetzt habe ich bewusst die Jemeniten genannt, weil die Jemeniten können aber auch nicht in ihr Heimatland, weil da auch Krieg ist. Dann kann man gleich sagen, man nimmt sie in den Schutzstatus des 24er. Das ist das wiederum, was Muhannad meint, unbürokratisch zu sein und die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wie die Ministerin das tut. Bei den türkischen Staatsbürgern, je nachdem, wie politisch aktiv sie waren, kann man auch sagen, sie könnten theoretisch, wenn ich jetzt studieren würde, in Deutschland und in Deutschland wird ein Krieg ausbrechen und ich wäre ursprünglich aus der Türkei, dann könnte ich natürlich in die Türkei zurück und muss nicht im Land XY Schutz verlangen. Also es ist eine sehr komplexe Debatte, was die Drittstaatsangehörigen betrifft. Im Kern argumentiert man mit der GfK, mit der Genfer Flüchtlingskonvention, und die soll die Menschen genießen, also sprich auch den Schutzstatus des vorübergehenden Schutzes, die auch wirklich nicht in ihr Herkunftsland zurückreisen können. Wir aber, und da spreche ich jetzt uns als Ampelkoalition an, sind da ja auch manchmal nicht immer in einer Meinung mit der Exekutive, wollen so unbürokratisch wie möglich alle unter den 24er fassen, weil innerhalb dieser Gruppen so viele Einzelgruppen wiederum sind, dass es zu kompliziert macht. Die einen dürfen ins Asylverfahren, die anderen unter den 24er. Und da hat für uns sozusagen der Mensch in den Mittelpunkt zu stehen und eben das Verfahren so unbürokratisch wie möglich zu machen. Und danke nochmal für den Hinweis, wenn ihr da an erster Stelle für eine Ministerverordnung kämpft, die muss im Kabinett beschlossen haben, und die grünen Kabinettsmitglieder, kann ich schon mal sagen, werden dem dann auch zustimmen. Um nur eins klarzustellen, ja. Wir drei wollen das Gleiche sagen. Bei mir ist es jetzt als Nicht-Jurist klingt tatsächlich ein bisschen anders als bei Juristen. Also eigentlich haben wir das Gleiche alle gesagt, weil ich nur sehr kurz. Kurz ist immer gut. Ich habe noch eine nicht-juristische Frage an Sie. Auch die Einschätzung tatsächlich, es gibt Berichte darüber, dass
Geflüchtete, die vor dem Ukraine-Krieg gekommen sind, jetzt aus den Unterkünften raus müssen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Polizisten gesprochen, da ist der neue Sprachgebrauch, der angewiesen wurde, Vertriebener für die aus dem Ukraine-Krieg vertriebenen Flüchtlinge. Flüchtlinge sind es, weil sie haben ihr Land verlassen. Ihr Vertriebene umfasst ja in meinem Verständnis auch Menschen, die Binnenvertriebene sind und wird eigentlich anders gebraucht. Die Frage ist, besteht aus Ihrer Sicht eine Gefahr, dass wir jetzt zwei Klassen von Geflüchteten, von Flüchtlingen in Deutschland bekommen? Das müssen wir auf jeden Fall meiden, aber natürlich muss man beide Seiten betrachten. Also das heißt jetzt hier 2015, nee, andersrum, ich kam 2001 hier nach Deutschland. Mhm. Wir waren auch in einer Art Heim, Unterkunft, so Flüchtlingsunterkunft, und da mussten damals tatsächlich die Aussiedler damals von Russland tatsächlich ausziehen, okay, dass wir rein konnten. Also für denen war es ja so, dass die auch natürlich auch Wohnungen bekommen haben. Also das heißt jetzt nicht hier, die müssen jetzt raus, damit die anderen rein können, und wie die dann leben, das ist uns doch sozusagen egal. Also das stimmt tatsächlich nicht halt. Also da wird schon geschaut, dass hier der, sagen wir mal, auch unterkommt. Aber natürlich halt ist es schon so, dass jetzt dass die Heime, Unterkünfte wirklich dann auch dementsprechend für die Nächsten auch freigehalten werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Und tatsächlich wird da auch geschaut, dass sie auch Wohnungen zur Verfügung also bekommen, auch halt tatsächlich. Also man sollte schon beide Seiten dann auch anschauen. Halt. Mhm. Einmal, lass uns den Blick einmal noch weiten. Wir haben noch so 5 bis 10 Minuten. Frau Pollert zuerst und dann Herr Oeser. Ich hätte jetzt nur noch mal gesagt, die Ungleichbehandlung entsteht schon da, wo Menschen oder Länder einfach visafrei einreisen dürfen und andere nicht. Es gibt ja bestimmte Länder, die einfach komplett isoliert sind, dadurch, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, visafrei sich zu bewegen. Also für uns Deutsche ist das ja sowas Selbstverständliches. Die Deutschen können fast überall in visafrei einreisen. Und das macht den Unterschied. Ich weiß das noch aus meiner eigenen Jugend. Mein Vater musste für alles ein Visa beantragen. Er ist manchmal nicht mit uns in Urlaub gefahren, weil das für uns zu kompliziert war, unseren Vater mitzunehmen. Und das ist ja schon diskriminierend sozusagen im Kern der Ungleichbehandlung zwischen Staaten. Und dadurch, dass die ukrainischen StaatsbürgerInnen visafrei einreisen konnten, standen sie nicht im Fokus der, ich sag mal, der Stichprobenkontrollen. Und da fängt es dann schon an, wenn die Bundespolizei in Frankfurt oder die Kontrollen macht, wie unterscheidet sie, wer ist ukrainischer Geflüchteter im Zug und wer ist es nicht? Und dann kann Racial Profiling wieder anfangen. Und da sind so die Geschichten, wo diese Ungleichbehandlung anfängt an den Grenzübergängen bei den Kontrollen sich fortsetzt. Und das Zweite ist, Ungleichbehandlung findet statt. Also das, was Sie beschrieben haben mit den Unterkünften etc. Das ist sofort an die Politik adressiert worden, nicht nur an uns, sondern auch an die LandespolitikerInnen und Kollegen. Und wir sind da ja im engen Austausch. Und das wird hoffentlich, zumindest kommunizieren wir das auch, jeweils auf unserer Ebene sofort abgestellt. Also wenn hier Menschen aus ihren Unterkünften raus müssen für andere, geht das gar nicht. Und zumindest weiß ich das aus Berichten aus Berlin, dass das sofort kommuniziert wurde, auch an die Behörden, dass das einzustellen ist. Und da müssen wir einfach alle gemeinsam wachsam bleiben. Ich kann nur für uns sprechen, also für uns PolitikerInnen, auf Bundesebene, zumindest in der Ampel und auch auf Länderebene, wo wir mit unseren Kollegen im Austausch sind und auch mit unseren Kommunalpolitikern, mit denen wir in engen Austausch sind, dass da sofort reagiert wird. Was dazu? Sie wollten eben? Genau, also wir haben ja sozusagen den Internationalen Tag gegen Rassismus und eigentlich sind wir im Haus der Menschenrechte heute und hören jetzt sozusagen, was es dann noch in dem Bereich noch an Handlungsbedarf gibt. Die EU-Charta für Menschenrechte, wenn man das sich anguckt, und die europäischen Staaten, die sozusagen sich an bestimmte Sachen nicht halten, was in der Charta steht, wie Polen oder andere und so weiter. Also wenn man das alles sich anhört, dann sieht man halt,
dass wir sagen, die Einwanderungsgesellschaft ist in der Krise immer noch. Das heißt, wir sind immer noch nicht in einer modernen, auf dem Weg zu einer modernen Einwanderungsgesellschaft. Ich danke natürlich den Abgeordneten, die versuchen aus ihrer Sicht in ihrer Partei, in ihrer Gruppe sozusagen diese Sachen voranzubringen. Das ist so schwierig sozusagen. Und man sieht auch wiederum eine weitere Forderung, die wir haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen Wahlrecht, kommunales Wahlrecht für Migranten, damit auch da die Politik sich verändert. Das ist das große Problem, dass halt sozusagen ein großer Teil der Bevölkerung nicht wählen darf und nicht Politik beeinflusst. Man kann sogar eher Stimmen verlieren, wenn man Migrationspolitik macht, weil die AfD noch da ist und solche Geschichten. Das sind alles so Problemfelder, die sich halt, wenn eine Einwanderungsgesellschaft modern sein sollte, sich verändern müssen. Und da müssen auch wir, Zivilgesellschaft, gemeinsam mit Politikern, gemeinsam mit Wirtschaft, gemeinsam mit Akademikern, werden auch immer auch versuchen, diese Einwanderungsgesellschaft hinzubekommen. Das war nochmal ein guter Beweis dafür, dass noch einiges zu tun ist. Da kann ich nur zustimmen als Kommunalpolitiker. Zweite Klasse, ja. Wenn es ist um, okay, genau. Das scheint besser zu gehen, ja. Ja, stimmt. Genau, Thema Asylpolitik haben wir auch festgestellt, es gibt zweite Klasse Geflüchtete. Wir haben auch in dieser Zeit, auch im 2015 unsere Arbeit vor Ort geleistet und auch jetzt, wir leisten auch viele im Bereich der Flüchtlingsarbeit und wir stellen immer noch fest, es gibt zweite Klasse Geflüchtete. Wir haben auch mehrere Informationen von Drittstaatsangehörigkeiten an den Grenzen, die haben viel Rassismuserfahrung erlebt. Ja? Es ist nicht neu, diese Probleme sind da und wir müssen über diese Probleme reden. Es ist nicht nur so, Schein, alle Leute kriegen Schutz, es ist nicht der Fall. Wir als Migranten, aus Migrantenorganisationen, wir erleben immer diese zweite Klasse Geschichte und auch mit diesen neuen Leuten, die zu uns gekommen sind. Die Leute aus der Ukraine, die kriegen diese Paragraph 24, aber Drittstaatsangehörigkeit, die haben immer noch Probleme. Und von diesen Problemen reden wir heute hier, dass wir dann faires Asyl für alle oder alle sollen einfach die gleichen Rechte haben. Darf ich diese Frage noch auch aus eigenem Interesse einmal zuspitzen, auch weil die Zeit jetzt knapp wird und dann kann jeder antworten oder jede antworten, wenn sie möchte. Ich würde die Situation einmal so beschreiben. Wir haben offene Arme für die, an den Außengrenzen im Osten für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und gleichzeitig, was wir sehen seit mehreren Monaten, ist, dass im Süden, im Mittelmeer, Menschen illegal gepushbackt werden, ins Wasser geworfen werden, sterben. Das habe ich bewusst so formuliert, weil ich es konkret jetzt recherchiert habe, deswegen kann ich es so krass formulieren. Das ist ein eklatanter Unterschied, der kaum auszuhalten ist, der sich über Monate aufgebaut hat. Wie steht die Ampel dazu? Und wenn sie das nicht möchte, warum wirkt der Druck bisher nicht, den sie ausgeübt haben auf Staaten wie Griechenland, die das praktizieren? Also ich war im Dezember an der polnisch-belarussischen Grenze und unsere Innenministerin und die auch Annalena Baerbock haben ganz klar gesagt, dass diese Pushbacks nicht gehen. Wir haben aber es nicht geschafft, dass Polen damit aufhört. Das kann ich ja hier auch einfach zugeben. Aber das heißt nicht, dass irgendjemand hier irgendwelche Pushbacks gut findet. Mhm. Bei uns im Koalitionsvertrag, da bin ich auch glücklich darüber, dass wir ganz klar sagen, dass wir wieder eine staatlich organisierte Seenotrettung brauchen. Wir werden im April über Irini abstimmen, Phyllis. Das wird auch nochmal interessant für uns sein. Die Vorläuferoperation hat 45.000 Menschen gerettet. Die Nachfolge mit Irini nicht. Das liegt daran, nicht weil die Menschen keine Menschen retten, sondern weil das Operationsgebiet woanders liegt. Und da wäre es natürlich interessant, dass man das Operationsgebiet wieder so vielleicht hinbiegt, dass man Menschen retten kann. So, und das kommt auch noch hinzu. Und ich glaube, ich kann für uns alle reden, dass wir das grundsätzlich, natürlich, dass wir Menschen retten wollen. Und wir müssen auch das Asylsystem auf europäischer Ebene ändern. Und da ist es aber natürlich auch wieder wichtig, wer zieht mit, wer nicht. Aber ich würde es vermeiden, jetzt irgendwie diese Geflüchteten mit den anderen Geflüchteten gegeneinander auszuspielen. Es ist gut, dass Polen fast 2 Millionen Menschen aufgenommen hat. Also wir müssen ja erstmal dafür dankbar sein, auch, ne?
Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir nicht kritisieren können, was zum Beispiel Griechenland, Kroatien oder was davor passiert ist. Da arbeiten wir weiterhin dran. Und, Herr Demir, einen Punkt geschenkt, das ist überhaupt nicht einfach auf europäischer Ebene, aber Ihre Innenministerin hat noch kein kritisches Wort öffentlich zu den Pushbacks beispielsweise in Griechenland verloren. Ich weiß es, weil ich es nachgucke, aus eigenem journalistischen Interesse. Sie hat es mit Blick auf Polen gesagt, mit Griechenland weiß ich jetzt nicht. Also davon gehen Sie davon aus, dass Sie das induzieren können und sagen können, sie ist grundsätzlich für alle, gegen alle Pushbacks. Also das ist sie ja auch, das ist sie ja auch. Aber würde sie beispielsweise sich dafür einsetzen, alle Zahlungen zu stoppen für das Migrationsmanagement in Griechenland, um den Druck zu erhöhen? Das ist ganz einfach. Wenn das passiert, ich meine, das hören Sie auf, ne? Also wie gesagt, wichtig ist, wir müssen ja es gibt eine doppelte Solidarität. Wir müssen mit den Ländern zusammenarbeiten, die Geflüchtete aufnehmen, die unterstützen. Und wir müssen natürlich solidarisch mit den Geflüchteten selbst sein. Aber es bringt doch jetzt nicht zu sagen, wir unterstützen jetzt nicht mehr eure Camps und eure Lager oder sowas. Also ich glaube nicht, dass wir auf der Ebene sind. Aber sonst, ich meine, Sie sind ja Journalist, also Sie können ja eine ganz normale Anfrage an Nancy Faeser stellen. Machen Sie das. Aber ich gehe davon aus, dass sie da ganz klare Meinung hat. Vielen Dank auch für die Beantwortung der etwas schärferen Fragen zu Ende. Wir sind leider ein wenig in Zeitverzug. Und, wir sind alle hier Regierungspartei. Also ich meine, was du gerade gesagt hast, betrifft uns jetzt eigentlich auch. Also die gleiche Antwort hätten Sie jetzt von mir auch bekommen. Ja. Und von Phyllis glaube ich auch. Also ich denke, dass wir uns da schon jetzt in dem Punkt auch einig sind. Oder muss ich irgendwas beantworten? Nein, das ist okay. Wenn Sie dasselbe meinen, ist es okay. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage aus dem Publikum. Da hat sich eine Person von der Deutschen Welle von der Presse zu Wort gemeldet. Genau, kurz halten, kurz vorstellen, wer Sie sind und Ihre Frage. Hinter Ihnen ist ein Mikrofon. Vielen Dank. Mikrofon an? Ja, hört sich so an. Benjamin Bartke, Deutsche Welle, Info-Migrants. Vielen Dank für die lebendige Diskussion über die Drittstaatsangehörigen. Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage an den Bundesverband NEMO. Und zwar, ob es konkrete Forderungen von Ihrer Seite gibt, was die Drittstaatsangehörigen angeht. Also es gibt ja laut der IOM über 150 Personen mit befristetem Aufenthaltstitel, davon etwa die Hälfte internationale Studierende, also es gibt auch unterschiedliche Anliegen und ich habe zum Beispiel, also genau wie Herr Lüttke auch, mit verschiedenen internationalen Studierenden halt eben mit befristetem Aufenthaltstitel gesprochen in den letzten Wochen und es gibt zum Beispiel Forderungen, was das BAföG angeht und was den Aufenthalt angeht an Unis, also sprich Studentenvisa. Gibt es denn vom Bundesverband jetzt konkrete Hoffnungen oder auch Forderungen an die Bundesregierung, an die Koalition, was die Lage dieser Drittstaatsangehörigen in Deutschland angeht, speziell die internationalen Studierenden? Danke. Herzlichen Dank für die Fragestellung. Bitte kurz fassen. Genau, ich glaube, wir haben auch diesen Punkt in unsere Forderungen aufgegriffen, wo wir dann sagen, wir brauchen faires Asyl für alle, gleiche Rechte für alle und auch in Hinsicht auf Geflüchtete, die aus Drittstaatsländern kommen. Und wir wollen auch faires Asyl für alle haben. Das ist unsere konkrete Forderung an die Bundesregierung und wir bleiben dabei und wir wollen auch keine zweite Klasse Geflüchtete haben. Genau. Vielen, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Dankeschön.